Buddy. Herzlich willkommen zum Brühlmarkt 2019. Unter dem Motto Stadt und Land, Hand in Hand, hat dieser Brühlmarkt Tradition. Gerade bei uns im ländlichen Bereich ist das tägliche Miteinander zwischen Bürgern und Landwirten besonders wichtig. So sensibilisieren wir vom Kreis Landvolk unsere Kollegen im Sinne des Miteinander auf tonnenbegrenzten Straßen und auch in Wohngebieten, die Schlepper mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren. Das wird von Bürgern vielerorts positiv wahrgenommen. In unserem Landkreis gibt es aber auch Fragen zur Landwirtschaft und ihren Erzeugnissen. Fragen Sie uns, die Landwirte. Auch heute haben Sie die Möglichkeit, sich in unserem Zelt da vorne zu informieren und mit uns zu diskutieren. Bei vielen Landwirten herrscht zurzeit große Besorgnis um ihr Vermächtnis. Nach zwei schwierigen Erntejahren, in denen nicht genug Futter für die Tiere geerntet werden konnte, erschwert die Politik zusätzlich ein nachhaltiges Arbeiten. Die Politik setzt Gesetze in Bewegung, die keine Folgenabschätzung haben und auch nicht wissenschaftlich abgesichert sind. So werden die Betriebe in unserer Region massiv bedroht. Hervorzuheben ist das Insektenschutzprogramm. Für uns Landwirte bedeutet das, dass die Randstreifen, die heute ein Meter sein müssen, wo wir nicht bewirtschaften dürfen, in Zukunft mindestens 5 Meter zu Gewässergräben haben müssen. Das heißt, dass wir dann einen durchschnittlichen Flächenverlust bei unseren kleinstrukturierten Flächen von 12-15% haben werden. Flächen, die schmal sind, zum Teil nur 40 Meter breit, erleiden einen Flächenverlust von 25%. Für die Betriebe bedeutet das, ihren jetzigen Viehbestand nicht mehr komplett mit regionalen und nachhaltigen Futter versorgen zu können. Die Kosten für die Bewirtschaftung der Ländereien bleiben aber gleich. Und die Folge ist häufig die Aufgabe der Höfe. So gut wie immer sind Familienbetriebe betroffen. Im Umkehrschluss müssen viele Lebensmittel, die wir alle kaufen, importiert werden. Und bei Importen kann nicht sichergestellt werden, dass dies mit derselben Sorgfalt und Qualität wie hierzulande hergestellt werden. Zurück zur Grundlage des Insektenschutzprogramms. Der Hintergrund für das neue Gesetz zum Insektenschutzprogramm ist die Krefelder Studie. Die Krefelder Studie wurde auf Flächen, die schon länger als Ausgleichsflächen, die also als Ersatzmaßnahmen für Baumaßnahmen dienen, und aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen sind, durchgeführt. In der Wiederholungsuntersuchung im Jahr 2016 hat man festgestellt, dass auf den Klebungsflächen, da wo man die Insekten praktisch auffängt, weniger Gewicht von Insekten als in der Grundstudie vorhanden war. Zudem wurde nur das Gesamtgewicht betrachtet. Ein Maikäfer wiegt dabei deutlich mehr als ein Marienkäfer. Was sagt das Gesamtgewicht dann über die Artenvielfalt und die Anzahl der Tiere? Damit sind in meinen Augen auch Ausgleichsflächen für Insektenschutz eine zu infragestellende Lösung. Hier muss dringend nachgearbeitet werden und die Forschung für belastbare Daten unterstützt werden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Population der Insekten wurden vom Ministerium nicht vollständig geliefert.
Damit ein so weitreichendes Gesetz verantwortungsvoll auf den Weg gebracht werden kann, müssen gesicherte Erkenntnisse und Folgenabschätzungen mit einbezogen werden. Das ist bisher nicht erfolgt. Gespräche hierüber werden vom Bundesumweltministerium abgelehnt. Und deswegen lehnen wir Landwirte dieses neue Gesetz ab. Es gefährdet ganz einfach unsere Betriebe mit nicht gesicherten Daten. Aktuell sind auf vielen Ländereien grüne Kreuze zu sehen. Auch ich stelle so ein grünes Kreuz als stillen Protest auf. Das ist eine Bewegung, die nicht von Verbänden, weder von uns Kreislandvolkverbänden und von anderen Verbänden initiiert wurde, sondern von einzelnen Landwirten ins Leben gerufen wurde und von mittlerweile sehr vielen Landwirten deutschlandweit getragen wird. Die Landwirte haben angekündigt, dass weitere Aktionen zur Aufklärung der Bevölkerung und zum Aufrütteln der Politik kommen werden. Ich möchte noch auf etwas hinweisen, wo ich persönlich stolz bin. In Friesland haben wir Landwirte auf freiwilliger Basis im Jahr 2016 auf unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche 180.000 Quadratmeter Blühfläche angebaut. Im Jahr 2019, auch in Zusammenarbeit und Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde vom Landkreis Friesland, konnte diese Fläche um über 500% gesteigert werden. Das heißt, es wurden Blühflächen auf über 1 Million Quadratmeter in Friesland angebaut. Wir Landwirte hier in Friesland bringen uns ein für Nachhaltigkeit und artenreiche Zukunft. Aber zurück zum Brüllmarkt. Liebe Brüllmarktbesucherinnen und Besucher, ganz herzlich möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die die wunderschöne Erntekrone gebunden haben, den reich geschmückten Erntewagen hergerichtet haben. Der Markt, ja, danke, das ist sehr gut. Der Markt hat auch dieses Jahr für viele viel für seine Besucher zu bieten. Allen Besuchern wünsche ich einen schönen und informativen Tag mit guten Gesprächen. Bei Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Lev Lü, heute munter!